Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge 294 hier beim Bevo's Techpack. Ja Freunde, wieder eine Woche um, immer noch Sommerpause und ja, deswegen denke ich, werden wir wieder eine schöne Aufnahmeseason machen. Das heißt wieder 2 Stunden am Stück, aber in 2 Folgen. Heute jetzt erstmal hier die 294, morgen dann die 295. Was machen wir heute? Wir waren ein bisschen sammeln gewesen, wir haben Horrorhaus mitgemacht, wir haben Rosi, das Schaf, ne, schön eingesperrt ins Gatter. Und ja, muss ich mal kurz auf Mario, fühle ich gleich gegrüßt an erster Stelle, der hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass da wahrscheinlich sogar noch ein rosa Schaf war. Das wäre nun der absolute Burner, wenn wir sogar 2 rosa Schafe, ups, Schulz, da gehabt hätten. Also absolute Wahnsinn. Ja, deswegen wollen wir heute mal wieder so ein bisschen am Reaktor rumeiern und wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, nicht wahr? Wir wollen ja erstmal so ein paar Ferromagnetic Plates herstellen, also diese Magnetplatten. Und dafür brauchen wir Ingots und deswegen waren wir auch die ganze Zeit auf Wanderschaft. Wir haben uns wieder Lodestone geholt. So, genau, jetzt haben wir erstmal gepennt hier, müsste eigentlich hell sein, das ist schon mal ganz gut. Jetzt ist erstmal eine morgendliche Stulle. Jam, 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 jam. Mann, da hat er aber heute Appetit gehabt. Diesmal rüpst er gar nicht mehr. Warum nicht? Keine Ahnung. So, und zwar haben wir ein bisschen was mitgenommen jetzt die letzten Mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das ganze Kladderadatsch hier reingepackt haben. Wahrscheinlich hier irgendwo in den Kisten drin. Nee, dann nicht. Dann nicht. Nu, was war das denn? Ach, eine Kartoffel. Genau, da hatten wir nämlich jetzt die ganzen Sachen reingepackt hier von unserer Reise. Da ist nämlich ein neuer Teilungsriegel mit drin. Das ist ganz gut. Hier ist der Rucksack. Aber ich glaube, im Rucksack war da jetzt was drin. Ich habe keine Ahnung, Leute. Achso, da war doch so ein bisschen Gelumpe drin. Okay. Das müssen wir uns dann einfach mal bei Gelegenheit mal sortieren oder so. Aber nicht jetzt. Und genau, und hier hatten wir unser ganzes Zeus. Und den Rest, den hatten wir ja drüben schon bei unserem zukünftigen Fusionsreaktor. Also heute mal wieder so ein bisschen, ja, basteln. Warum geht das hier nicht? Ach, du liebes bisschen. Dann lasse ich mal das hier. Dann machen wir das so. Gut, und dann können wir jetzt nämlich mal eine Runde Richtung Reaktor gehen. Und dann checken wir einfach mal aus, wie gesagt, was wir so machen. Können wir sehen, wie weit wir kommen. Ich habe zwar gesagt, ich möchte eine DK, eine Doppelkiste voll haben, aber ihr wisst, wie das immer ist. Man vertrödelt sich da, ne? Man latscht da durch die Gegend und macht und tut. Und letztendlich findet man einfach nicht so viel. Da braucht man halt ein bisschen mehr Zeit, aber ich wollte euch ja auch... Guck mal, wie schön, ne? Ist das nicht idyllisch? Das ist schön, Leute. Das sieht einfach toll aus. Jetzt fließt es auch alles in eine Richtung. Ich finde diesen Anblick hier jedes Mal immer phänomenal. Dreht sich da so toll. Finde ich idyllisch. So, genau. Man latscht. Man will irgendwie eine zweite DK voll bekommen, ne? Um, dass man genug Material hat, dass du nicht ständig immer Wanderschaft gehst. Aber letztendlich, ja, man verquatscht sich und man hat manchmal mehr Glück, manchmal weniger Glück. Und aus diesem Grund, denke ich, ist es ganz gut, wenn wir das Ganze, ja, so aufbauen. Dass wir immer mal abwechselnd unterwegs sind und abwechselnd ein bisschen was bauen. Oder warum ist hier die Tür offen? Das ist ja gruselig. Hallo, ist hier einer drin? Oh Leute, da hätte ich sogar ein Thema mit euch, was ich wieder ansprechen kann. Wow, hoffentlich vergesse ich es nicht. Warte mal, ich notiere mir das mal eben. Wie kann ich es eigentlich vergessen? Ja, ja, wir hatten das Thema schon mal gehabt. Nee, eine Themenfolge machen wir heute definitiv. Und zwar wurde ich auch tatsächlich vom lieben Drachen83 drum gebeten, ja, da mal so ein bisschen darauf anzusprechen, weil das nämlich was passiert. Filmtechnisch ist da was passiert. Und ja, das Ganze, das möchte ich natürlich heute mal so ein bisschen besprechen. Auch mal ein schönes Thema. Nur irgendwie will ich jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt das ganze Gelumpe hier mal reinpacken. Ich pack das mal hier rein. So. Machen wir den ganzen Kladderadatsch da erstmal rein. So, den Rest, den hebe ich jetzt erstmal auf. Ich mache mal eine Reihe. Ja, so ist gut. Das kann dann da rein erstmal. Das sortieren wir. So, dann brauchen wir für unser Vorhaben, mal gucken, was wir jetzt machen. Also wir brauchen, glaube ich, 1200, das ist 1200, wir brauchen 1200. Ich wollte das schon immer mal beschriften, aber ich glaube, das ist diese Geschichte hier. Ach, das ist ja so, ach, guck an. Also wir brauchen jetzt HSLA-Stahl und Eisen brauchen wir. Stimmt, das hatten wir letzte Mal da reingepackt, ich erinnere mich. HSLA-Stahl und Eisen. Da ist HSLA-Stahl. Ist jetzt nicht gerade viel. Ich lasse das mal da. Eisen. Oh Gott, Eisen ist aber auch schon wieder. Das ist übrigens auch nochmal hier Lodestone.
Echt jetzt, euer Ernst? Jetzt erzähl mir nicht, es scheitert jetzt am Eisen. Also das wäre ja jetzt wirklich... Ey, nee, oder? Ey, nee, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt erzähl mir nicht, ich muss jetzt hier auch noch Eisen farmen gehen, ey. Da ist nochmal HSLA-Stahl. Da ist nochmal hier. Lodestone. Pizza. Hauptpanel. Eisen, Eisen, Eisen. Ey, jetzt haben wir hier echt kein Eisen mehr. Da ist hier, was ist das hier? HSLA-Stahl. Upgrade. Barren. Das hier ist doch Eisen, oder? Muss ich mal kurz gucken, wie viel da drin sind. Würde mich mal interessieren. Ah! Ach, das ist Aluminium. Ja, Freunde. Wir kommen mal ja sehr weit, ne? Gut, dann gehen wir mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt mal erstmal uns kurz nochmal porten. Wir porten uns jetzt einfach mal kurz Richtung Bunker und gehen mal ins ME-System gucken, bevor wir hier Panik schieben. Vielleicht haben wir ja Glück und wir entdecken noch ein bisschen was. Guck mal, da kann ich ja gleich mal ein paar Sachen mitnehmen hier, die wir da reindonnern können. Oder auch nicht. Ich nehme mal die Enderperlen, die schmeißen wir da rein. Eisen. Also jetzt erstmal Eisen holen. Ich meine, zum Glück, Eisen kommt noch häufiger vor, als, da bräuchte ich jetzt nur die Quarry anzuschließen. Oder dann hätten wir das in zwei Folgen durch, ne? Da lassen wir die Quarry einmal laufen und dann holen wir uns so viel Eisen da raus aus dem Berg. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Und ich erinnere mich eigentlich, dass wir hier jede Menge Iron hier reingeballert haben. Gucke mal, da haben wir nämlich auch schon welche. Das sehe ich ja hier schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauche ich? Kann ich auf irgendwas verzichten jetzt gerade? Ich würde gerne noch ein Stacken mitnehmen. Also ich lasse das mal hier, die Erde lasse ich hier. Dafür nehme ich mir nochmal so ein Stacken Eisen mit hier. Ja, so, perfekt. Und den Rest, den werden wir dann mal schmelzen. Aber ich glaube, fürs Erste kommen wir erstmal schon mal so mit aus. HSLA-Stahl hatten wir, wie gesagt, auch ein bisschen gehabt. Also ich gehe mal davon aus. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Achso, ich porte mich, dann brauchen wir nicht laufen. Hallo? Waypoints? Fusionsreaktor. Genau. Da ist er. Und genau, dann machen wir das jetzt einfach. Wir schmeißen jetzt die Maschine an. Wir brauchen diese Ingots und ansonsten kommen wir damit unsere Plasma-Tanks nicht weiter. Apropos Plasma-Tanks, auch hier nochmal sei der liebe Mario erwähnt, der auch in einem Kommentar gut erwähnt hatte, was er sich vorstellen könnte, was sich die Entwickler vom Bivos Tech Pack oder beziehungsweise von der Mod hier von ReactorCraft gedacht hatten. Nämlich, ja, dass man auf die Idee gekommen ist, vielleicht wegen der Wolle, ne? Weil Wolle ja auch so ein bisschen so ähnlich wie so ein Kraftfeld, so ein Magnetkraftfeld, so eine Eigenschaften besitzt. Also ich wusste, ich kann es jetzt schlecht wiedergeben, aber ich weiß zumindest, was er damit meinte. Und, ja. Das kann durchaus möglich sein. Wieso ist jetzt schon wieder hier? So, ich packe jetzt mal ganz kurz das hier nochmal rein. So, und das sollte ganz gut sein. So, jetzt brauche ich ein Werkzeug. Ich muss mich ja ganz kurz konzentrieren, Leute, weil jetzt brauche ich erstmal ein Werkzeug. Und zwar brauchen wir jetzt dieses komische Gerät. Dieses Gerät, womit man... Wo ist das Gerät? Ach, da war gerade noch Eisen, habt ihr gesehen? So, da brauche ich dieses Gerät, womit man hier was stellen kann. Wo ist denn jetzt hier mein Gerät wieder hin? Ich hoffe, da drüben in der Kiste. Ich vergesse das immer. Ich weiß immer nicht, wo das ist, weil sonst kann ich das nicht machen hier, ne? Ne, da ist es nicht. Da war die Geschichte mit der Wolle. Wolle, 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 Wolle. Ja, sag mal, wo ist denn jetzt wieder das Gerät? Sag mal, das kann doch alles nicht wahr sein hier. Wo... Und vor allen Dingen, wo ist denn schon wieder der Rucksack? Hä? Leute, was geht denn hier los? Hier ist ja irgendwo ein Gespenst geht um in Europa. Und diesmal ist es, glaube ich, nicht der, sondern, der, so. Das kann doch gar nicht sein, das war doch immer hier in der Kiste drin, oder bin ich jetzt blind? Wir hatten doch hier immer unseren Winkelmesser drin gehabt. Wo ist denn der Winkelmesser hin?
Wieso ist denn der weg? Wer hat uns den Winkelmesser geklaut? Gute Nacht draußen. Irgendwie ist der Winkelmesser weg, Leute. Ich weiß nicht, wo der Winkelmesser ist. Das ist dein Ding. Pass mal auf. Dann müssen wir den jetzt mal suchen. Was brennt denn hier? Dann müssen wir den mal suchen. Was denn da für eine Konzentration? Machen die da Gruppenkuscheln oder was? So, also, dann suchen wir den mal. Also, der kann ja eigentlich dann auch nur irgendwo hier vorne irgendwo rumliegen. Eine andere Idee hätte ich da jetzt nicht. Weil wir haben uns ja jetzt seit dem letzten Male nicht so groß entfernt gehabt, dass ich jetzt sagen würde, ja, da ist er nicht. Da ist er nicht. Da war er aber auch nicht drin. Ist er vielleicht hier drin, im Rucksack? Das kann sein, dass da unser Werkzeug drin ist. Ah, da ist er. Winkelmesser, prima. So, den nehmen wir jetzt mal mit. So, jetzt können wir nämlich die Maschine ansprechen. Ich nehme gleich meine ganze Werkzeugtasche mit hier. Ist immer nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Werkzeug dabei hat. Dann muss man da nicht immer so viel suchen. Mein Gott, jetzt haben wir ja schon wieder hier 10 Minuten hier, ne? 10 Minuten hier mit Suchen und Einführung verbracht. Naja, ist ja nicht weiter dramatisch. Ist ja soweit okay. Übrigens, wir können auch hier reingehen. Dafür ist die Tür da. So. Haha, haben wir viel zu selten benutzt hier unseren schönen Eingang, nicht wahr? So, dann schmeißen wir mal an den Motor, würde ich sagen. Genug Sprit sollte drin sein. Da hatten wir uns ja drum gekümmert gehabt. Da ist soweit alles in Ordnung. Das ist auch also das Ding hier, diese Mikroturbine hier, die verbraucht auch nicht so viel. Da fängt sie schon an zu rumoren. Und jetzt müssen wir das Teil natürlich erstmal wieder auf, ja, Power bringen, ne? So, dann machen wir das mal ordentlich hier. Heizen wir mal an das Teil. Wir müssen mal gucken, wir gehen erstmal auf 500, würde ich sagen. 500 müssen... So. Machen wir 515. Mal gucken, ob es reicht. Wenn nicht, müssen wir noch mehr Power geben. So, wir heizen jetzt erstmal hoch. 1090. Naja, die haben wir auch da drüben gehabt. 1200 sollte möglich sein, weil bei 1200 können wir diese magnetischen Barren da herstellen. Ich hoffe nicht, dass uns das Ding hier um die Ohren fliegt, aber sollte eigentlich klappen. So, gleich haben wir es geschafft. 4 noch, 91, 96, 200, 201 und wir fangen an. Wunderbar. Höher gehe ich nicht, sollte eigentlich ausreichend sein. So, und jetzt brauchen wir nur noch immer nachzulegen. Die Temperatur steigt übrigens immer noch. Wir sind bei 240, das ist schon fast ein bisschen zu viel. Da könnte man schon fast Bedrock verarbeiten. Tatsächlich, das steigt ja immer weiter. Jetzt kriege ich aber langsam mit der Angst zu tun. Ich hoffe, man kann diesen Prozessor notfalls auch rückgängig machen, weil ansonsten fliegt uns die ganze Scheiße hier um die Ohren. Gut, notfalls müssen wir das. Aber ist ja noch genug Schmier, alles ist drin. Hier ist auch alles drin. Naja, 1000. Jetzt langsam hört es auf, aber das ist schon eine wahnsinnige Temperatur, die wir hier erzeugen. Aber okay, es bleibt da stehen, sehe ich, oder? Nee, es wird mehr. Im Hintergrund übrigens eine Playlist an. Vom Sci-Fi-Festival ein kleiner Live-Mitschnitt, wo ich gesagt habe, ja cool. Können wir auf jeden Fall uns mal reinzwiebeln. Ist ganz gut. Bisschen, ja, so Trance-lastiger, Psy-Trance in diese Richtung. Aber durchaus auch ein bisschen Ambient ist mit bei. So ein bisschen Gore natürlich. Ne? Ist ja fürs Sci-Fi-Festival auf jeden Fall recht beliebt. Auch ein bisschen Gore. Ja, 1350, absolut in Ordnung. Gut, Leute, dann können wir mal so ein bisschen hier mal quatschen. Was haben wir denn heute für Themen? Ja, heute machen wir mal eine Themenfolge und ich habe ja auch gesagt, ich habe es jemandem versprochen, aber ich hätte es auch eh gemacht, wie gesagt, weil ich es ja wichtig finde. Ihr wisst ja, ich bin ja auch so Serien- und Filmfan, ein bisschen mehr als Serienfan. Und das, was passiert letzte Woche nämlich, und zwar am 26. Juni, da ist jemand verstorben. Stichwort ist natürlich hier erstmal Fernsehserie ALF.
So, jetzt ist der Drache mir so ein bisschen zuvor gekommen. Der hatte nämlich in seiner Folge, da war er gerade auf einer Limited World aktiv gewesen in der Farmwelt. Und er hat diese Folge auch als Themenfolge bezeichnet. Ist dort halt ein bisschen rumgelaufen in der Farmwelt und hat sich dann mal das Thema, das war ihm wohl auch sehr wichtig gewesen, mal ein bisschen was über Alf. Jetzt ist das Problem, naja, wir kennen alle unseren Drachen. Der hat sich nicht sehr gut vorbereitet. Also ich schätze mal nicht, dass er in die IMDb vorher reingeguckt hatte und somit ist ihm da ein bisschen was schiefgelaufen. Er hat nämlich gesagt, der Macher vom Alf ist verstorben. Ja, das stimmt natürlich erstmal nicht. Der Macher von Alf ist nämlich der Tom Patchett und der, ja, doch Tom Patchett, glaube ich, und Paul Fusco müsste es gewesen sein. Ne? Die sind auf jeden Fall beide bekannt auch, oder bekannt der, gerade auch wegen Alf. Und das waren nämlich die Regisseure gewesen, die hatten die Idee zu Alf gehabt. Wer verstorben ist, ist Max Wright gewesen. Und Max Wright hat hier die Rolle von Willie Tanner übernommen gehabt. Ne? Also das Familienoberhaupt, wenn man so sagen möchte, in der TV-Serie Alf. Ja, das war der erste Fehler, den so ein bisschen dem Drachen passiert ist, indem er halt meinte, dass verstorben ist. Die Alfmacher leben natürlich noch. Der Tom Patchett und Paul Fasco, die leben beide noch, also die sind doch, glaube ich, Baujahr 50er Jahre. Und verstorben ist der Max Wright. Und der hat halt den Willie Tanner gespielt. So. Ja, der ist am 26. Juni, wie gesagt, verstorben und zwar an einem Krebsleiden. Der wurde nur 75 Jahre alt und ist in Kalifornien in den USA verstorben. Er hat sich da auch ein bisschen geirrt, aber nur gut. So, dann gab es das nächste Problem. Drachen hat irgendwas erzählt von 70er Jahre. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Alf ist 1986 bis 1990 im TV gewesen. Diese ganzen 4 Jahre lang. Erst in Amerika natürlich und später dann auch in Deutschland hier auf dem ZDF unter anderem. Und hat sich natürlich auch großer Beliebtheit erfreut. Das muss man natürlich unbedingt erwähnen. Dann noch ein Fehler, den der Drachen gemacht hat. Wir haben es hier natürlich nicht mit einer Zeichentrickserie zu tun, sondern mit einer US-amerikanischen Sitcom. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Zeichentrick heißt ja schon, ne? Trickzeichnung. Damit haben wir es hier nicht zu tun, sondern wir haben es tatsächlich auch ja mit einer Sitcom zu tun, ne? Schön Comedy und so. Ja, das waren natürlich so diese Sachen da, wo er sich so ein bisschen vertan hat, glaube ich. Da hätte er mal ein bisschen mehr sich recherchieren sollen. Ansonsten gibt das völlig falsche Informationen. Ja, was können wir noch sagen? Alf selbst, natürlich gab es auch eine Zeichentrickserie, die kam tatsächlich fast auch zeitgleich raus in den 80ern, allerdings als, ich sag jetzt mal, Begleiterscheinung, hatte nie den großen Erfolg gehabt, so wie die Sitcom selbst. Unter anderem gab es natürlich auch den Pilotfilm und die Verfilmung, sowie aber auch genügend Merch, der da natürlich angeboten worden ist. Und was man noch sagen kann, ganz klar, MC, ne? Also hier Hörspielkassetten. Gerade auch in Deutschland waren richtig geil gewesen. Ich glaube, Karussell müsste es gewesen sein als Tonstudio, die veröffentlicht hatten. Ich hatte auch ein paar Folgen gehabt, unter anderem die mit dem Ferrari, die war ganz lustig. Dann das mit der Riesenkakerlake fand ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und die hat den Drachen übrigens auch angesprochen gehabt, die Folge. Also die ist legendär. Ja, dann gab es, wie gesagt, auch nochmal diese Zeichentrickserie dann auch letztendlich, die aber nie so große Erfolge mit Auszeichnungen und Nominierungen erhalten hatte, wie letztendlich die Sitcom selbst von 1986 bis 1990. Hat ziemlich gut reingepasst. Alf, was heißt das überhaupt? Ja, außerirdische Lebensform übersetzt ist die Abkürzung ALF, ne? Also außerirdische Lebensform. Und wir müssen dazu sagen, dass die ganze Geschichte nicht neu ist. Das Ganze hat es tatsächlich auch schon vorher gegeben. Ja, also diese Idee, diese Grundidee, Außerirdischer landet, da hätten wir die Area 51 zum Beispiel, eine schöne Verfilmung. Dann hatten wir noch früher 70er Jahre tatsächlich Morg vom Org. Vielleicht meinte der Drachen 83 auch Morg von Org und hat das Ganze so ein bisschen durcheinander gewürfelt, keine Ahnung. Und ET müssen wir da natürlich noch nennen, ne? Für extraterrestrische Lebensformen. ET war ja auch seinerzeit, wie gesagt, sehr beliebt. Ähnliches Konzept. Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen was nachlegen hier. So. Perfekt. So, erstes Decken ist fertig.
Ja, und deswegen ist diese ganze Geschichte nicht neu. Was jetzt den Erfolg ausmacht von ALF, würde ich sagen, ist diese Kombination, diese, ich sag mal, man hat den Nerv der Zeit getroffen, ne? Die Sitcoms, sage ich mal, die sind ja da gerade auch so wirklich diese amerikanischen Sitcoms richtig hier beliebt gewesen, auch in Deutschland. Und das Ganze in Kombination, sage ich mal, mit so einem außerirdischen Wesen, also erstmal sehr familientauglich, nicht sonderlich intellektuell, also die Botschaften, die dort über den Fernseher liefen, die waren doch recht simpel auch zu verstehen, finde ich mal, so dass es auch durchaus einen pädagogischen Nährwert hatte. Also ich sag mal, die ganze Familie, egal ob das kleine Kind oder der Opa, man hat sich damit, wie gesagt, so ein bisschen beschäftigen können, ohne dass man halt überfordert wird, ne? Im Fokus stand natürlich der Unterhaltungswert dieser Serie. Übrigens 4 Staffeln, ich glaube 202 Folgen insgesamt. Kann man auch auf DVD, Blu-ray weiß ich gar nicht, aber DVD auf jeden Fall sich holen. Und ja, thematisch, was können wir sagen? Außerirdischer des Namens Gordon Shongwei, so hieß der ja, vom Planeten Melmac, kracht erstmal voll in die Garage der Tenners rein und ja, bringt dort jetzt, wie gesagt, ordentlich Tofabohmet hinein, ne? Und so ein bisschen da, wie sagt man, so ein bisschen Chaos auch ein bisschen, weil der gute Alf auch immer ziemlich chaotisch war. Ja, und was ist das Ganze? Na, was kriegen wir denn hier geboten als Zuschauer? Also ich finde, wir hatten hier erstmal eine Familie, klassische amerikanische Mittelstandsfamilie, wie man sie kennt, so mit ihren Problemchen. Völlig gelangweilt eigentlich, ne? Willie Tanner selbst ging arbeiten. Ja, die Kate, glaube ich, das war die Frau auch. Und die Tochter, die sind halt so alle in der Pubertät so ein bisschen. Da sind die Geschichten mit dem Freund und so. Also eigentlich alles so total normal. Und dann kommt halt auf einmal Abwechslung in dieses Familienleben rein, indem man mit einer Situation konfrontiert wird, ja, die wohl ziemlich einzigartig ist, wenn dann nämlich so ein Außerirdischer auf einmal völlig in die Garage reinkracht, ne? Und die beiden so, ich sage jetzt mal, dieser Willie Tanner, gespielt von diesem Max Wright, der war ja auch schon immer so ein bisschen gewesen. Der hat dann auch mit dem Fernrohr mal in die Sterne geguckt und der war auch immer so ein, wie sagt man, so ein. Ja, der hat halt seine Kindheit nicht wirklich aufgegeben, ne? So vom Charakter her und so. Das war schon ziemlich interessant. Ja, und dann war natürlich die, wie sagt man schon, die Dramaturgie des Ganzen ist ja, wie geht man denn damit um moralisch? Ne? Was würde man denn machen? Würde man jetzt zum Beispiel sich sofort bei den Behörden melden? In der einen Folge wurde das ja auch gemacht. Und dann hat man halt gehört, so, naja, dann werden aber Versuche an dem gemacht. Und da hat man halt gesehen, so, naja, aber der ist doch so kuschelig, der ist auch so lustig irgendwie auch, ne, der Alf, und das können wir nicht zulassen. Das heißt also schon, dieser philosophische, moralische Aspekt, der war hier da gewesen bei Alf in dieser Serie, sodass Kinder das auch verstehen konnten. Und da ist halt diese moralische Frage, meldest du das jetzt den Behörden oder nicht? Ganz klar, die Behörden werden hier als böse dargestellt. Huch, die wollen den mitnehmen ins Labor und Versuche an den machen. Und andererseits aber auch so, naja gut, wir sind jetzt hier und wir wollen, dass der hier bleibt. Aber letztendlich er selbst, also Alf in der Position Alf, wurde gar nicht gefragt. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. So, es war da so eine kleine Diskussion, so, ja, was sollen wir jetzt machen? Und da war natürlich nicht wirklich viel Tiefgang zu erwarten, ja, also. Das meinte ich dann auch eher, dass der Fokus auf dem Unterhaltungswert lag. Sehr interessant, also man konnte sich auf jeden Fall so, ich sehe persönlich darin schon den pädagogischen Nährwert tatsächlich in dieser Serie. Und ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Es gab, wie gesagt, doch einige Folgen, die wirklich ziemlich lustig waren, da wo man auch wirklich mal ein bisschen lachen musste. Und man hat halt, ja, natürlich so diesen, ich sag jetzt mal, so diesen Klischee-Amerikaner gehabt, ne? Samt Barbecue, samt äußere Erscheinung. Samt Slang, natürlich die Kultur selbst mit Football, was ja auch eine große Rolle gespielt hatte und so eine Sachen. Also das war schon recht interessant. Ja, zu Max Wright, der wie gesagt verstorben ist und hier den Willie Tanner gespielt hat, was kann man dazu noch sagen? Ja, da würde ich sagen, man kennt ihn vielleicht gerade als Horrorfan. Wir hatten, das ist übrigens ein Zufall, wir standen schon mal hier und da hatten wir uns schon mal über diesen Film, den ich jetzt gleich nennen werde, unterhalten. Da hatte ich ja nachgefragt, wer diesen Spruch MOND, das bedeutet Mond. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch. Und zwar natürlich war die Rede von Stephen King, The Stand gewesen. Und tatsächlich, der Max Wright, der hatte auch bei The Stand von Stephen King in diesem TV-Zweiteiler mitgespielt gehabt. Ich kann mich jetzt nicht im Detail erinnern, in welcher Szene man ihn gesehen hat, ob er auch eine größere, wie gesagt, Position hatte dort in, oder eine Besetzung hatte. Ja, oder sag mal, ich sag mal, nicht gerade, ob das, war das der Knastwärter gewesen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Bevor ich was Falsches sage, sage ich da lieber mal nichts. Da müsste man nochmal genau nachgucken, welche Rolle er da hatte.
Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht dran erinnern. Und es geht mir übrigens häufig so, weil es gibt so typische Schauspieler, sage ich mal, mit denen wächst man auf und die kennt man halt auch eher so in dieser freundlicheren Person, so wie hier Willy Tanner, ne? Die Figur Willy Tanner, so ein kleiner vertrottelter Papa sozusagen, ne? Der da irgendwie zu Hause sitzt und da mit dem außerirdischen Alf sich da irgendwie angefreundet hat, mehr oder weniger, zumindest eine familiäre Beziehung, ne? Trotz Konflikt mit der Katze und so, was es da gab. Und dann natürlich in so einem Horrorfilm, das ist natürlich so ein, ne, da ist immer so ein bisschen komisch, so wenn man auch die gleiche Synchronstimme noch verwendet, finde ich immer so ein bisschen so, oh, ja, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich dann mit der Person zu identifizieren. Ja. Naja, so viel erstmal dazu. Ja, 75 Jahre ist für heutzutage natürlich kein Alter, ist natürlich, Krebs kann jeden erwischen, ist immer blöd, ist klar. Und ja, was ist noch zu Alf zu sagen? Und zwar war da was geplant gewesen, ne? Die wollten auf jeden Fall nochmal einen neuen Alf, 2012 war das schon im Gespräch gewesen, nochmal auf die Leinwand bringen, was ja auch wirklich gar nicht mal schlecht gewesen wäre, weil, naja, wäre schon interessant, wie es dann hätte weitergegangen wäre, ne? Also mit seinem UFO da die Geschichte. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber das hätte mich schon so ein bisschen interessiert. Aber da war lange Zeit Pause gewesen. Dann wurde wohl gesagt, naja, die wollen das jetzt hier mit CGI animieren, was wohl dann auch relativ gut hätte ausgesehen. So, ja, wenn man der ganzen Sache jetzt vertrauen kann. Aber, Entschuldigung, bis jetzt ist da noch nicht wirklich viel passiert. Also, das ist jetzt so in Planung. Das kann natürlich jetzt sein, dass dieser Tod von Max Wright jetzt dafür verantwortlich ist, dass man jetzt in Hollywood sagt, komm, den Hulm graben wir jetzt nochmal aus und jetzt wollen wir nochmal versuchen, ob wir nochmal so diesen Hype tatsächlich auch nochmal erzeugen können. Vielleicht im Jahre 2019 oder 2020 vielleicht dann auch, wenn es dann, ja, über den... Was ist denn hier los? Wieso hat er das gerade dahingeschmissen? Jetzt macht das in der Mitte wieder rein. Ja, also es kann natürlich sein, wie gesagt. Also da lege ich mich nicht fest. Bis jetzt ist noch nicht wirklich viel an Infos rausgekommen. Also was Trailer angeht oder ähnliches. Deswegen sollten wir da einfach vielleicht ein bisschen Geduld noch haben. Hier brennt es schon wieder. Ja, das war dieses Thema gewesen. Vielleicht noch kurz zu den Hörspielkassetten selbst. Also ich hatte die alle gehabt. Ich glaube, es müsste Karussell gewesen sein. Ich weiß, dass sich der Mario auch ein bisschen mit Hörspielkassetten auskennt. Vielleicht kann er das in die Kommentare nochmal reinschreiben. Weil ich habe jetzt gerade hier im Ingame keine Möglichkeit, jetzt nachzuschauen. Müsste ich ja hier aus dem Spiel rausgehen. Und, aber ich glaube, Karussell müsste es gewesen sein. Und die hatten auch Hochglanzcover gehabt. Also ein Fotodruck müsste das gewesen sein. Jetzt weniger gezeichnet. Und ja, war okay gewesen. Ich glaube sogar, dass da zwei Folgen immer auf einem Tape drauf waren. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Überlege gerade, ob ich noch HSLH-Stahl herstelle. Soll ich? Oder machen wir. Na, wir gucken mal, wie weit wir kommen, ne? Wie viele Plates wir da rausbekommen. Wenn nicht, müssen wir nochmal auf Wanderschaft gehen. Aber wir jagen jetzt erstmal alles durch, was wir durchjagen können hier. Ja, was haben wir noch für ein Thema, was wir ansprechen können? Und zwar. Übrigens interessant ist noch, was ich zu Alf noch mal kurz sagen möchte. Und zwar ist es der Grund, warum Alf eigentlich in die Garage gekracht ist. Wo ich auch sagen würde, okay, das ist für diesen pädagogischen Nährwert natürlich schon fast ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen polarisierend, aber zumindest auf Melmac, also dieser Heimatplanet von diesem Alf, da gab es wohl eine Atomkatastrophe, also eine Atomexplosion, der Planet ist auseinandergebrochen. Und natürlich ist das auch so eine Anspielung, ne? Also ist schon wieder so dieses, ich sage ja immer so schön, das ist so dieses linksgrün versiffte Gesinnungsethikertum, wo man dann anfängt so zu argumentieren, naja, das ist ja auch alles voll gefährlich und so, ne? Das kennt man doch immer irgendwie, aber irgendwie ist das dann, wenn man da rational rangeht und tatsächlich auch mit Verstand und mit Vernunft nicht wirklich zu argumentieren, das ist dann immer so ähnlich wie mit dem Klimawandel, ne? So diese Geschichte. Also da wird dann wieder alles so schwarz gemalt, ne? Und das hat man natürlich dann auch in der Kinderserie oder in der Jugendserie, wie auch immer, untergebracht. Familien, ich nenne es mal Familien-Sitcom, untergebracht. Das ist so diese unterschwelligen Botschaften. Ne? Das war so genauso wie damals, wir sind das Ozonloch oder irgendwie, ja, die Fische sterben, weil das Wasser verseucht ist oder sowas, ja. Und letztendlich ist es ja alles ja gar nicht so dramatisch gewesen, wie man hätte vorher gedacht. Also diese Horrorszenarien, die blieben ja eigentlich aus. Nur dass Hollywood natürlich springt auf sowas dann auch mit auf, ne? Gerade wenn man so Roland Emmerich-Filme zum Beispiel guckt, die auch immer sehr, also Katastrophen und so, ne? Überflutung, riesige Welle und dann weiß ich was alles, ne? Aber letztendlich ist das immer mehr Panikmache als alles andere. Und da weiß ich nicht, das war schon wieder so ein bisschen, es wirkte, fand ich, so ein bisschen aufgesetzt. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnt haben, dass auch hier in den 80er, späten 80er Jahren, wie gesagt, also wir reden hier von 1986 bis 1990, auch diese Thematik, die man vielleicht eigentlich eher aus den, ja, ich sag jetzt mal so 68er-Bewegung bis in die 70er rein kannte, dass das auch sehr thematisiert wurde in den Medien.
generell damals natürlich anders als heute durch das Internet, wo die Verbreitung ja wesentlich größer ist, da man da auch schon so diesen, auf diesen Zug aufgesprungen ist, immer so diese dystopische Stimmung teilweise schon fast zu erzeugen. Ja, die aber fern von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Also das ist so halt einfach so, ist halt dahingestellt, so ist es. Und naja, somit wollte man dann irgendwie pädagogisch halt auch seine Schäfchen in Sicherheit wissen, die zukünftigen, nicht wahr? Wie man das Feld sät, so erntet man es später. Alter weiser Spruch philosophisch. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnt haben. So, dann möchte ich noch mal kurz zwei Themen ansprechen hier auf jeden Fall. Und zwar wäre das einmal das Thema Kaffee. Das hatten wir schon mal gehabt. Und zwar, die Welt dreht momentan ein bisschen wieder mal durch. Und zwar besonders die Wissenschaft und die Medizin, die sich mal so ein bisschen jetzt mit dem Kaffee auseinandergesetzt haben. Und zwar, ich habe ja schon gesagt in einer der letzten Folgen, dass ich hier, was Kaffee angeht, sehr, sehr skeptisch bin über diese Aussage, dass man so viel Kaffee trinken kann, wie man will, dass das keine gesundheitlichen Schäden hervorruft. Und nun ist es so, dass viele jetzt auch in ihren Blogs, ich verfolge das immer, da gibt es ja auch die sogenannte Kaffee-Community, die ja, wie gesagt, das Ganze in einer gesteigerten Form, sage ich mal, abhalten, ja, oder zelebrieren, würde ich wirklich fast auch schon sagen, die wirklich diesen Kaffeegenuss frönen. Und die haben sich dazu jetzt auch mal so ein bisschen zu Wort gemeldet und haben natürlich sofort ihren Standpunkt auch verteidigt, so nach dem Motto, na Mensch, jetzt sind wir mal gefragt, jetzt müssen wir mal rausposaunen, so kommt es mir zumindest vor. Und zwar wollten sie unter anderem mit Vorurteilen aufräumen. Und da habe ich mir die mal durchgelesen, was sind denn das für Vorurteile? Und dann siehe da, ich hatte tatsächlich dann auch eine Erkenntnis, war ich reicher, denn Vorurteile, die zum Thema Kaffee bestehen, mich tatsächlich auch erreicht haben. Also zum Beispiel, schwarzer Kaffee verursacht Magenschmerzen. Ich habe es gestern erst probiert, Leute. Also ich habe gestern wieder vermehrt Kaffee getrunken. Ich habe dann auch probiert, schwarzen Kaffee zu trinken. Hab dann eine Tasse, beziehungsweise eine halbe Tasse. Ich habe ja meine Militärtassen, die sind immer ein bisschen größer. Ja, diese Blechtassen, diese typischen, die kennt ihr, die emaillierten. Und dann habe ich eine halbe Tasse getrunken, schwarzen Kaffee. Übrigens, ich trinke nur Melitta-Kaffee. Ich bin sehr großer Melitta-Kaffee-Fan, weil mir von Filterkaffee Melitta tatsächlich am besten schmeckt und ich den halt so wirklich auch schon am längsten getrunken habe. Und zwar die Melitta-Auslese, das ist Stärke 4, steht da immer drauf. Aber ich trinke auch gerne den Melitta-Harmonie, der auch so Stärke 3 ist. Das ist dann die gelbe Verpackung. So, und wenn ich den schwarz trinke, dann stelle ich halt immer wieder fest, oh, das schlägt aber ganz schön auf den Magen. Und jetzt sagt die Community in ihren Blogs, nee, daran ist aber nicht der Kaffee schuld, sondern es ist die Röstung wohl schuld. Weil ein guter Kaffee, also eine gute Kaffeebohne, schonend wohl geröstet wird. Und zwar bei über 200 Grad wohl. Und das ist bei einem Prozess, bei einer langsamen Röstung, wo man wohl ja Minimum 30 Minuten damit beschäftigt ist. Dadurch wird der Kaffee aromatischer und soll wohl auch von den Bitterstoffen her wesentlich bekömmlicher sein. Gerade für Menschen auch, die vielleicht einen Reflux haben oder zu einer starken Magensäureproduktion neigen, die haben hier natürlich so gute Karten. Und diese Kaffeesorte oder diese Kaffeebohnen, die so zubereitet sind, die sind natürlich dementsprechend hochwertiger und damit von der Qualität klar auch teurer. Ist ja logisch. Ja, so viel erstmal dazu. Habe ich gesagt, okay, könnte daran liegen. Nur bei Melitta-Kaffee ist es tatsächlich so, da erleide ich dies. Deswegen trinke ich jetzt immer Kaffee eigentlich lieber mit Milch. Also zumindest mit einem kleinen Schwapp Milch drin, ne? So. Dann sagen sie aber, das ist nicht so gesund. Da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Und zwar, es ist nicht gesund, ist Blödsinn. Es ist nicht zielführend. So sollte man sich medizinisch vielleicht besser ausdrücken. So, dann war das nächste Ding schwarzer Kaffee Herzrasen hervorruft. Das wurde auch sofort so, dass man gesagt hat, nee, ist Blödsinn, stimmt gar nicht. Also all diese Dinger, wie gesagt, ne, die man so kennt, so irgendwie, ja. Weiß ich nicht. Nun haben sie das, wie gesagt, verteidigt und nun gucken wir uns mal diesen medizinischen Aspekt an. Und auch hier, deswegen sagte ich, die Wissenschaft und die Medizin, die dreht da gerade momentan so ein bisschen durch. Und Kaffee ist jetzt gesundheitsförderlich. Also das heißt also, gerade für Leute, die sehr, sehr viel Alkohol trinken, hat Kaffee die Eigenschaft, wie gesagt, die Leber, die ja durch starken Alkoholkonsum angegriffen werden kann und auch in den meisten Fällen tatsächlich wird, wieder sich regenerieren kann. Und dass der Kaffee einen Wirkstoff enthält,
was die Zellen, die kaputten Zellen abstößt und sogar die Neuproduktion fördert. Das heißt also, man ist heutzutage in Suchtkliniken, wo wirklich Leute an Alkoholismus erkrankt sind, die süchtig sind nach Alkohol. Hier wird da als therapeutische Maßnahme tatsächlich dann Koffeintabletten und besonders viel Kaffee verschrieben. Ich dachte erst, ich höre nicht richtig, aber das ist tatsächlich der Wirklichkeit entsprechend. Also es ist, seit 2017 ist es so, ja, dass da wirklich, ja, wie Kaffee, wie auf einmal eine Wunderwirkung herbeigesehen wird. Also auch medizinisch. Also es gab da unter anderem in Graz gab es da eine Studie, die kann man auch wirklich einsehen und da kann man genau sehen, an wie viel Probanden das Ganze getestet worden sind. Wir sprechen ja knapp von 120.000 Leuten, die sie dort befragt haben und da ist wirklich diese Kaffeekur, wird da empfohlen und es hat wirklich gesundheitlich positive Auswirkungen, unter anderem gegen Demenz, das muss man sich mal vorstellen, und sogar gegen Krebs, das ist unglaublich. Also da dachte ich ja auch, also ist ja Wahnsinn und da frage ich natürlich nach, wie viel Kaffee wird denn da empfohlen oder wie viel Kaffee muss man denn da trinken? Dann heißt es zwischen 4 und 6 Tassen pro Tag. Also pro Tag 4 bis 6 Tassen soll man trinken. Und dann hat man diesen gewünschten Effekt, dass man dadurch körperlich gereinigt wird und gesund wird. Oder wenn man kranke Organe hat zum Beispiel. Das klingt für mich erstmal so ein bisschen nach Alternativmedizin, nach Hokuspokus. Aber wie gesagt, ich habe mir diese Studie angeguckt und das sollen tatsächlich... Ja, das ist medizinisch und wissenschaftlich bewiesen. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, krasse Scheiße. Also man, damit rechnet man irgendwie nicht, oder? Das ist so ein Ding, so, wo ich sage, so, what the fuck, Alter? So Kaffee war mal so verschrien, so als richtig ungesund. Kriegt man Herzklopfen, Herzrasen von und was weiß ich, was alles. Und jetzt auf einmal genau das Gegenteil. Ja, das soll man sogar nehmen. Für Herzkreislauf ist das verdammt gesund und so eine Sachen und... Ich würde das nicht erzählen, Leute, wenn ich da, wie gesagt, jetzt dieser Studie nicht vertrauen würde. Weil, wie gesagt, da waren auch Professoren mit bei und da steht irgendwie kein Unternehmen dahinter. Ja, weil die haben ja, wie gesagt, die Studie allgemein abgehalten. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Letztendlich, groß überraschend tut es mich nicht, weil dieser Streit aus Frankreich, ja, da gibt es einen Streit zwischen den Franzosen, den Deutschen und den Italienern in Bezug, was ist das Gesündeste? Da steht ja das Bier, wir wissen ja selber, 2018 bis zu 2019 war Bier das gesündeste Getränk auf der gesamten Welt. Neben dem Wasser natürlich, ganz klar, also von diesen Eigenschaften her. Der Franzose bleibt natürlich dabei, nee, es ist der Wein, der dann sagt so, nee, der Wein ist das gesündeste Lebensmittel auf der Welt. Getränk auf der Welt, neben dem Wasser. Naja, und dann Amerika hat da bisher immer nachgezogen mit dem Kaffee. Aber wie gesagt, der Kaffee scheint jetzt das Bier tatsächlich einzuholen. Ne, beim Bier ist tatsächlich nur ein einziger Wirkstoff, Xanthoxanol, der wie gesagt sehr entscheidend ist und eine Menge an Eigenschaften besitzt, wie gesagt, was sehr gesundheitlich förderlich ist, neben dem Aspekt der Seele. Aber beim Kaffee ist es tatsächlich mehr. Also da regenerieren sich die Organe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber das passiert so. Und da sind einige Stoffe drin, also das eine war X noch was irgendwie. Wenn euch das interessiert, kann ich es ja gerne mal raussuchen, wie diese ganzen einzelnen chemischen Prozesse da, die für diese Zellenspaltung auch verantwortlich sind, kann ich euch ja gerne mal rausschreiben. Es sind aber, wie gesagt, medizinische Fachbegriffe. Sehr interessant, Leute, sehr interessant. Ich finde es nur schade, dass ich jetzt bis jetzt noch nicht in den Genuss kam von qualitativ hochwertigen Kaffeebohnen, die, wie gesagt, diese 200 Grad Röstung widerfahren ist und das, wie gesagt, für eine halbe Stunde. Ich habe hier diesen ganz normalen industriellen Standardkaffee von Melitta, wie gesagt, den ich eigentlich bisher mal vertraut habe und der mir halt mit Milch ganz gut schmeckt. Aber ich würde sehr, sehr gerne mal einen hochwertigeren Kaffeebohnen. Ich glaube, ich weiß ja nicht mal, gibt es unterschiedliche Namen auch, die es da gibt. Und kann interessant sein. Also ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten, wenn ich da mal mich mehr mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen tue. Aber da wir das Thema schon mal angesprochen hatten, fand ich es eigentlich ganz wichtig und vor allen Dingen auch nützlich für euch, weil ich weiß, der ein oder andere Zuschauer hier wird garantiert auch mal einen Kaffee trinken und ich ja das Thema schon mal angesprochen hatte, ne, weil es ja durch die Medien ging und deswegen habe ich gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach mal und ich möchte das nochmal betonen, also dieses Statement, dass Kaffee extrem gesund sein soll und man viel, viel Kaffee trinken soll, wirklich jetzt anscheinend der Tatsache, also der Wirklichkeit entspricht. Laut dieser Studie aus Graz. Ja. Könnt ihr auch alles, wie gesagt, nachlesen, aber das werdet ihr wahrscheinlich selbst mitbekommen haben.
ging ja jetzt die letzten Wochen wieder mal total durch die Medien durch und durch die Apothekenzeitschriften unter anderem auch. Und auch die Interviews, die da abgehalten worden sind, wo sie das mal getestet hatten, wo sie auch in die Apotheke reingehen sind und zum Arzt auch rein sind und gefragt haben, stimmt denn das? Kann man so viel Kaffee trinken, wie man will? Und die Ärzte bestätigt haben, ja, das ist sogar gesund. Also da sieht man mal wieder in ein paar Jahren, wie sich da so eine Meinung ändern kann. Unglaublich, oder? Verrückt, aber ist so. So, Freunde, sieht nicht so gut aus. Sieht hier nicht so gut aus, leider. Also, ihr seht selber, was wir jetzt hier rausbekommen. Wir haben jetzt hier 3 Stecken, die können wir jetzt da sofort mal kurz umwandeln. So, und dann machen wir mal Folgendes. Wir werden jetzt mal so eine Plates hier mal herstellen. Ich glaube, das war so. Tatsächlich kriegen wir mal 3 Ferromagnetic Plates. Und ich glaube, die brauchten wir, ne? So, da haben wir sie umgewandelt. Ich packe meinen Koffer. Ich packe die auch gleich mal hier rein, denke ich. Übrigens, diesen Winkelmesser, den lasse ich mal jetzt immer hier in diesem Fach drin. So, da haben wir jetzt, wie viel haben wir da rausgekriegt jetzt? 3, ne? 3 Stacks, das ist jetzt nicht viel. Naja, wir machen die jetzt mal hier noch durchrumpeln, sage ich mal, bis es nicht mehr geht. Und wir produzieren jetzt einfach so viel, wie wir können. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt am Ende. Nur ich sehe halt schon, der HSLA-Stahl, der geht jetzt hier langsam zur Neige. Auch unser Eisen scheint uns langsam zur Neige zu gehen. Das heißt, es könnte durchaus möglich sein, dass wir mal wieder eine Quarry anschmeißen müssen. Da ist jetzt nur die Frage, wo wollen wir eine Quarry machen? Ich hätte ja schon fast eine Idee, Leute. Ich sag nur Dungeon, ne? Das war mal wirklich wieder so ein, ja, einen kompletten Dungeon uns da ausheben tun mit der Quarry und uns da die Kisten aufbauen und dann mal so eine Mega-Quarry dahinstellen und dann das wirklich mal wieder die ganzen Erze da rausholen. Wobei ich, wie gesagt, nur Eisenerz jetzt erstmal brauche, aber wenn wir die anderen Erze mit rausbekommen, ist es natürlich nicht weiter schlimm. Das ist sogar okay. So, gut, dann lass uns das mal hier nochmal fertig nudeln. Wie gesagt, das kriegen wir in dieser Folge hier, denke ich, mal locker noch hin. Da sehe ich jetzt, wie gesagt, kaum Probleme, dass wir das jetzt nicht mehr hinkriegen sollten. Wie sieht es denn mit unserem Treibstoff aus? Ja, die Maschine glüht, die Nachproduktion ist gewährleistet. Also das verbraucht sich hier echt minimal. Na gut, es ist ein bisschen, es ist abgenommen. Man sieht es da an dem Rand der Kante, aber dieses Zeugs hier, das ist wirklich von der Produktion her echt eine gute Erfindung, ja. Also wir müssen da gar nicht groß viel machen. Das ist schon irgendwie eine witzige Geschichte hier, ja. Und außer, dass sich hier drin die Zutaten so immer mehr verändern. Das nimmt hier immer mehr ab hier, ne. Aber ich habe ja schon nachgelegt und ich höre Zombie. Ach, was hast du denn da in der Hand? Wolltest du mich erstechen? Guck mal, ich habe ein Schwert. Du alter Nicht-Kaffeetrinker. Ich sehe schon wieder, komm, oh, der Watercave-Crafter, der hat uns alle hier zum Kaffee trinken hier. Verdonnert, da sage ich, ja, Mensch, Watercave-Crafter sagt, trinkt Kaffee, ist gesund. Hat die Studie aus Graz festgestellt. Könnt ihr vertrauen. Ich habe es auch gemacht gestern. 4 Tassen hier reingekloppt. Ach ja, so schön. So, was hatte ich als zweites Thema, oder beziehungsweise drittes Thema gehabt, was ich ansprechen wollte? Und zwar auch ein Thema, da standen wir da hinten, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, und zwar Lost Place. Ja, Lost Place und, ja, die Community. Als ich da drüben noch stand, bei irgendeiner Folge, die liegt noch gar nicht so lange zurück, da standen wir nämlich genau an dieser Stelle und da haben wir uns schon mal über Lost Place unterhalten, habe ich ja gefragt, so, na, wie findet ihr das denn, wie steht ihr denn dazu? Die Antworten, die waren recht wenig gewesen, also ihr habt jetzt nicht viel darüber irgendwie, ja, kommentiert, ob ihr das gut findet, schlecht findet oder ob ihr es selber mal machen würdet. Deswegen will ich das heute nochmal in dieser Folge ein bisschen ansprechen. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Lost Place findet als Hobby generell. Und ich hatte, glaube ich, damals gesagt, dass ich es sehr interessant finde. Ich sehr, sehr gerne auch betrieben habe, noch in der Jugend. Da war man irgendwie ein bisschen mutiger gewesen. Und ich bereue das schon, dass ich nicht alles fotografieren konnte. Hätte ich es, ja, aus heutigem Wissen hätte ich es mal lieber gemacht. Ja, und durch Zufall bin ich jetzt die Woche übrigens mal wieder über den ein oder anderen YouTuber gestolpert. Ich mache das immer ganz gerne. Ich gucke immer so, was so auf YouTube empfohlen wird, was so in meinen, ich sag jetzt mal, Bereich passt halt, ne? Was ich mir halt gerne ansehe.
Und da bin ich dann auf die Lost Place, auf die deutsche Lost Place Community gestoßen. Und da habe ich gesehen, so, Mann, die machen das ja richtig professionell, ja, und die auch sogar richtig unterhaltend. Und das sind dann auch so YouTuber, so um die 10.000 Abonnenten, sage ich jetzt mal. Ja, ist jetzt auch nicht ganz viel, aber ist auch nicht ganz wenig, für unsere Verhältnisse zumindest. Und die machen das ziemlich cool, sage ich mal. Aber die haben halt eine ganz, ganz eigene, wie sagt man, so einen ganz, ganz eigenen Stil und auch so ein Kodex, möchte ich mal sagen. Es gibt ja so Leute, so, oh geil, da gehen wir rein, wir ruppeln da alle draus und verkaufen die. Das ist dann eher so dieses Schnäppchenjägertum, wo ich immer sage, und so Jäger und Sammler, die das dann auch dokumentieren und das dann auch wirklich archivieren und irgendwie dann auf eBay oder wie auch immer verkaufen, die ganzen Sachen, die sie da drin finden. Das heißt, das sind dann eher so diese Plünderer. Und die sind in Feindschaft mit diesen Lost Place Festhaltern, so möchte ich die jetzt mal nennen, also die da reinrennen, Fotos schießen, dokumentieren, Videos produzieren, aber auch gar nicht so in die Schubladen reingucken oder so, die lassen wirklich alles dort in diesem Lost Place, wie es so ist, und sehen halt diesen natürlichen Zerfall, so möchte ich es mal nennen, sie sehen diesen natürlichen Zerfall, der zum Beispiel durch Bäume, durch Moose, durch Pilze, durch Schimmel so hervorkommt und dann natürlich die ein oder andere Bausubstanz angreift und das Gebäude in sich zusammenfällt und dann sich halt faszinieren in dem kürzesten, das ist dann so diese Prämisse, wo man sagt, so ja, das besondere Gute ist da dran, wenn es halt sehr, sehr schnell sich zurückerobert wird von der Natur her. Ja, ja, ist ein Hobby, kann man machen, ist interessant. Ja, dann gibt's natürlich die, die gehen da halt rein und feiern Party und das waren eigentlich so dann so die Leute so wie, darf man das sagen? Ja, ich glaube schon. So wie unser eins früher in den 90ern, da wo wir dann auch uns immer so einen alten Bunker gesucht haben, Anlage reingestellt haben und dann gefeiert haben. Allerdings haben wir da auch nichts kaputt gemacht oder so, sondern wir haben das wirklich so, ja, als Party-Location halt genutzt und haben das dann da zelebriert. Ja, und in dieser Woche, deswegen spreche ich es nochmal an, ist mir halt bewusst geworden, dass es in dieser Community, in dieser Lost Place-Szene tatsächlich auch unterschiedliche Kategorien gibt. Oder ich sag jetzt mal Spielarten, wie man dieses Hobby ausleben kann. Bisher dachte ich immer so, naja, die Lost Place Community, das ist so eine große Gemeinschaft irgendwie, die geht da rein, macht Fotos und jeder macht da irgendetwas. Aber dass das so aufgeteilt ist, das ist mir jetzt diese Woche erst bewusst geworden, ja. Weil ich mich damit halt beschäftigt habe und ich dann gesagt habe, okay, aus diesem Blickwinkel hast du das vorher gar nicht gesehen. Und wenn ich mir dann so das ein oder andere wirklich auch teilweise gut gemachte Video dann angucke, da dachte ich auch so, mein Gott, da kriegt man richtig Lust auch wieder sowas zu machen. Nur wenn ich dann an meinen Gesundheitszustand denke und auf das Muffensausen, das sage ich mal bewusst, mir könnte man sowas heutzutage gar nicht mehr machen. Ich renne da schon vor jeder Spinne weg oder durch ein komisches Geräusch, was da wäre. Das ist mir viel zu gefährlich, da unbewaffnet reinzurennen, das sage ich ganz ehrlich. Ja, die gehen da in Höhlen rein, in irgendwelche Fabrikhallen und hast nicht gesehen, was es da alles gibt. Also absoluter Wahnsinn. Aber interessant zuzuschauen auf jeden Fall und man fühlt sich wirklich so, ja, in so eine andere Zeit versetzt, wo man früher halt selber mal aktiv war in diesem Bereich und finde ich cool. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Lost Place Thema. Was ist los bei euch da? Wie steht ihr dazu? Habt ihr da auch so eine Eigenart, wo ihr sagt, so ja, also wenn Lost Place, dann nur dieses oder dieses Gebäude? Oder ja, ich gehöre dann eher so in diese Kategorie Party feiern oder eher Kategorie Fotos machen oder eher archivieren und halt alles so auf Video festhalten oder wie auch immer. Das würde mich mal wirklich interessieren. Also schreibt es ruhig in die Kommentare rein, finde ich cool. Was da so zu sagen, hier ist auch nochmal Lodestone, was ihr da so zu sagen habt, ja, mal so mal andere Sichtweisen, vielleicht können wir da mal irgendwas aufbauen hier so in Minecraft, so Lost Place technisch, wäre auch interessant, ne, joa, da ist eine Pizza, was ist das hier, Hauptpanel, das nehmen wir mal mit, wenn wir auch mal da reinpacken, das sieht mir so aus, wie als könnte man das gebrauchen, hops, 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 so, ja, soviel erstmal zu diesen Themen. Haben wir ja doch einiges durchsprechen können. Finde ich ganz gut. War mir, wie gesagt, auch wichtig. So, wo kommen denn jetzt die Panels hier eigentlich her? Ich pack die mal. Was ist das? Hauptpanel Rotari und das ist Reaktor. Ich weiß gar nicht, wofür wir den Hauptpanel benutzt haben, ehrlich gesagt. So. Haben wir hier noch irgendwas drin, was jetzt wichtig ist? Da ist so was, weiß ich, Wolle noch drin. Und hier sind diese. Wieso sind da jetzt nur.
Ach, da sind drei. Okay, und das müsste so sein. So, und jetzt haben wir gleich das nächste Stacken. Ich hoffe, wir kriegen das noch raus hier. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Da sind jetzt 24, 31. Ja, das sollten wir hinkriegen. Dass wir hier nochmal drei Stacken rausbekommen. Dann haben wir insgesamt 6 Stacken Ausbeute gemacht jetzt hier in dieser Folge. Ja, ist jetzt nicht viel. Ist jetzt nicht viel. Aber immerhin. So, im Hintergrund übrigens immer noch Sci-Fi, wie gesagt, live vom Festival. Eine schöne Aufnahme. Bisschen Goa. Und auch interessant. Gut. Was machen wir denn in einer nächsten Folge, Leute? Wir können ja schon mal gucken, was wir jetzt brauchen. Wo sind denn unsere fertigen Sachen eigentlich? Hatten wir nicht schon irgendwas gecraftet? Was wollten wir denn machen? Wir wollten diese Plasma-Geschichte bauen. Ich höre hier irgendwo ein Skelett hier rumwatscheln. Wo sind unsere fertigen Bauteile? Wir hatten irgendwo... Ist das die hier? Was ist das hier? Das ist ein Eisenbarren. Der kann dahin. Heizgerät. Das ist irgendwas anderes. Hier, da haben wir unsere Sachen. Genau. Da hatten wir schon mal angefangen hier, so ein bisschen was zu machen. Plasma Injector Lower Corner. Und einmal den Injector Base. Da haben wir schon einige. Jetzt muss ich mal direkt mal gucken, wo hier mein schlauer Zettel ist. Haha, gut, wenn man hier... Huch. Mir fast noch die Dampfe runtergefallen. Weil da möchte ich mal gleich mal gucken. Ich habe hier... Mein Gott, habe ich hier eine Zettelwirtschaft? So, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, Freunde. Ich habe es gefunden. So, Plasma Injector Base sind 36. Wir haben 36. Dann brauchen wir Plasma Injector Lower Corner. Da brauchen wir 72. Das ist dieser hier. Das ist der Lower Corner. Das heißt, wir haben 46. Da brauchen wir noch ein paar von. Können wir gleich mal gucken, ob wir uns den herstellen können. Dann werde ich mal kurz hier eintippen. Nee, Quatsch, ich werde mal Plasma. Hä? Verschrieben. Da. Das ist er. Und dafür brauchen wir nochmal das hier. Können wir das jetzt herstellen hier? Wie viel können wir herstellen? Oh, wir können schon... Ah, drei. Wir haben drei herstellen können. Cool. Woran ist es gescheitert? Das sind die Hauptpanel. Das sind diese Teile. Das ist schon wieder ein Hauptpanel. Ich glaube, daran scheitert das, ne? Da haben wir nochmal 5 und... Das will er, glaube ich, haben. Können wir herstellen? Können wir auch herstellen. So, dann packe ich die gleich mal da rein. 8 Stück wieder. Und auf ein neues. Und wir können wieder 5 herstellen. So, und somit haben wir 8 dazu bekommen. So, dann können wir die gleich mal da rein sortieren. Wir brauchen übrigens 72 davon. Aktuell hätten wir dann jetzt 54. Also da passen auf jeden Fall noch 18 Stück. 72, ne? Ja, 18 Stück würde ich sagen. Bei 20 sind 70, sind 74. 18 Stück brauchen wir davon noch. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, was ist da jetzt Phase hier? Ist das Ding nur an hier oder was? Ja. Da können wir uns erstmal nochmal sowas neu herstellen. Sehr gut. Guck mal, das rumpelt da sogar noch weiter. Ich lasse das mal so. Irgendwas fehlt jetzt aber. Ich glaube, das fehlt. Wie gehen denn die Dinger? Kann ich die herstellen? Kann ich auch herstellen? Ach. So, dann nehme ich mein Stacken hier. So, dann wieder zurück. Davon haben wir jetzt 3. Da würde ich gerne noch mehr herstellen wollen. So, da ist wieder einer. Ach, die Wolle ist Ende, ne? Ah, okay, die Wolle ist zu Ende. Aber Wolle hatten wir ja auch schon gefarmt gehabt. Deswegen kann ich mir die gleich mal da holen. Gucke mal, dann schaffen wir das alles in einer Folge. Noch bevor die Folge zu... Gucke mal, hier ist so alles da. Hier, wunderbar. Komm, knall das da alles rein. Kennen wir gar nichts. Nehmen wir alles mit hier. So, was habe ich jetzt gesagt? 18 Stück brauchten wir davon, ne? Nee, da will ich gar nicht rein. Ich wollte hier rein. So, dann knall ich mal eben hier die Wolle da noch mit rein. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann machen wir mal gleich hier wieder eine Runde craften hier. Wo ist er? Da. So, und jetzt müsste ich eigentlich erst wieder das Ding hier herstellen. So,
Wie viel haben wir davon? 6, 7, 8, 9, 10. So, da haben wir jetzt 15, 16, 17, 18. So, und damit müssten wir 18 Stück haben. Das ist gut. Das nehmen wir raus. Nee, den möchte ich nicht. Das möchte ich haben. Zack, und jetzt gucken wir mal. Ich mache 18, ne? So, 18. Und jetzt müssten wir rein theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, Leute, müssten wir 72 Stück haben. Oh, die Entscheidung, ja. Wir haben 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ja, ja, das müsste so ungefähr hinkommen hier. Keine Ahnung, bin ich jetzt zu blöd zum Zählen. So sieht aber erstmal ganz gut aus. Als nächstes brauchen wir... Wie viel brauchen wir? Ein was? Ein Top? Oh Gott, was ist das denn? Wie geht das? Das wird mir was Neues craften hier. Wie sieht das nun wieder aus? Top, das ist das Ding hier. Aha, wie baut man den? Aha, das wird wieder was ganz anderes hier. Thermal, ich sehe das. Da bin ich mir jetzt gar nicht so richtig sicher, ob er das überhaupt ist. Thermal Insulation. Wop, 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 wop. Plasma Injektor Top, das ist das Teil. Davon bräuchten wir 9 Stück pro Seite. Das sind 96 Stück. 96 Stück? Echt jetzt? Aber das verstehe ich jetzt nicht, wieso. Nee, das sind, Entschuldigung, 36. Wir brauchen davon 36. Pass mal auf. Können wir die bauen? Die können wir noch nicht bauen, weil wir brauchen wieder die Tops. Wo sind sie denn? Da. Das brauchen wir wieder. Okay, dann stellen wir die jetzt mal her mit HLSA-Stahl. Davon brauchen wir so viel, Leute. Deswegen, ich nehme die jetzt mal alle mit, ja? So, haben wir jetzt mal 37 Dinger hergestellt. Wir brauchen 36 davon. Vielleicht schaffe ich das jetzt, dass wir hier kommen. Dann stelle ich jetzt eben noch mal kurz hier die Plates her. So, dann haben wir die auch schon mal wieder voll. Mache ich die da rein. Oh Mann, ey, heute sind wir extrem weit gekommen, Freunde. Heute sind wir wirklich richtig weit gekommen. So, die Eisenbarren packe ich dann da eben auch noch mal rein. So, und jetzt können wir uns mal die Tops herstellen. Wo sind sie jetzt nochmal gewesen? Da. Plasma Injector Tops. So. 12 Stück kriegen wir wohl raus. Das ist nicht viel. Warum? Woran scheitert es jetzt wieder? Lass mich mal raten. Der scheitert wieder an diesen Teilen. Also müssen wir die wieder herstellen. So, dann backe ich die mal da rein. 45. Tops. So. Nanu! Ach so, das ist ja mal 3. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war's, ne? Das war's. Ach du Scheiße. Okay. Freunde, wir sind schon wieder out of... Oh nein, ey. Oh nein, oh nein, oh nein. Also, wir haben die History Penny, da haben wir 54. Davon haben wir gerade mal 2. Und von diesen Platten hier, okay, da haben wir noch ein paar. Also, wir brauchen HSLA-Stahl und wir brauchen Eisen. Also, wenn ich das so richtig sehe, Leute, müssen wir Quarry aufbauen. Und wir müssen auch nochmal Lodestone farmen gehen und vor allen Dingen Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Also, wir kommen jetzt erstmal nicht mehr weiter. Was ist hier jetzt Phase? Da sind jetzt die letzten. Also, ich kann jetzt gerne nochmal hier die letzten 2 da reinballern. Das würde noch funktionieren, wenn ich das so richtig sehe. Dann verbrauchen wir die noch schnell.
So, das war's gewesen. Nochmal 34 haben wir dazu bekommen. Die lasse ich dann aber so. Und hier machen wir jetzt die Maschine aus. Die werden wir später auf jeden Fall... Wieso geht die Maschine nicht aus? Kühlt sie ab. Ja, sie fährt runter. 1332, 1330, 1326. Perfekt, 24. Die löhlt sich jetzt hier so ein bisschen aus. Es ist normal, wie gesagt. Aber ihr seht es ja auch hier. Ja, der Reibungseffekt lässt langsam nach. So, haben wir jetzt wirklich gar nichts mehr. Also anscheinend haben wir jetzt wirklich keine Wolle mehr. Wir haben alles verbraucht jetzt. Also wir sind schon wirklich weit gekommen, das ist gut. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel, Leute. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und wenn ich das richtig sehe, brauchen wir alles neu. Also wir brauchen HSLA-Stahl. Wir brauchen Eisen, sogar noch mehr, weil aus Eisen beziehen wir diesen HSLA-Stahl. Das Einzige, was wir jetzt haben... ist Lodestone. Das heißt also, Lodestone müssen wir jetzt hier nicht wirklich, ja, ich sag jetzt mal farmen. Warte mal, die mache ich eben mal nochmal kurz dort rein. Die Sticks kann ich übrigens auch da reinräumen. Was ist das hier? Kohleblock. Okay, den brauche ich gerade mal nicht. Und hier diese Geschichten, das, was ist das denn? Ach, das sind diese Ethanolkristalle und hier, das könnte ich allerhöchstens schmelzen. Gut, packe ich hier mit rein in die Kiste. So. So. Und so. So, und diese Plasma-Injektoren top, davon haben wir 12 Stück. Das ist natürlich total mies. Packe ich jetzt hier mit rein zu unserem, ja, Material, was wir brauchen. Leute, wir brauchen noch so viel Material. Da ist eine ganze Menge noch. Also deswegen, das wird noch ein Weilchen dauern hier, bis wir da überhaupt weitermachen können da oben. Gut, Freunde, die Folge ist zu Ende. 60 Minuten. Wir hatten interessante Themen gehabt. Und ja, freue ich mich, wenn ihr da ein bisschen was in die Kommentare reinschreibt bezüglich Lost Place. Würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich gehe mal kurz nochmal schlafen. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Höhlentour. Das hatten wir schon lange nicht gemacht. Einfach mal ein bisschen in die Höhle reingehen. Es sind Monster in der Nähe. Echt jetzt? Wo denn? Hallo. Ich sehe da gar keinen. Ist hier einer? Ist hier gar keiner. Jetzt regnet das auch noch. Nee, Freunde, dann will ich nämlich sagen, ich werde jetzt mal hier Richtung... Da ist er. Der sieht immer so geil aus mit diesem Lodestone. Lodestone, hier mit diesem Glow... Ich sag schon immer, guck mal, ich habe schon eine völlige Lodestone-Macke. Ich meinte natürlich Glowstone-Rüstung. Nee, ganz kurz, ich überlege gerade, wir werden jetzt Richtung Bunker gehen und werde ich mich da ausrüsten, weil ich nehme jetzt eine Aufnahme Season auf und ich glaube, wir könnten ja mal, dass wir eine Folge mal eine Höhlentour machen. Die hatten wir schon lange nicht mehr gemacht, eine Höhlentour. Ich rüste mich jetzt aus, Freunde, im Bunker, gehe nochmal schlafen, dass wir dann bei Tags vielleicht anfangen, ne? Ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Und dann machen wir eine Höhlentour, Leute. Und wenn die nicht so ergiebig sein sollte, diese Höhlentour, dann würde ich vorschlagen, bauen wir dann in der nächsten Folge, das wäre dann die 196, da bauen wir dann halt die Quarry auf. So, ich gehe hier pennen, das sieht übrigens richtig geil aus, das Bild. Und ich sage, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis morgen. Tschüss!